21. November. Heute Morgen, als ich das Haus verließ, sah ich mich in der Natur mit ihren wunderschönen Farben um. Die Birken, mittlerweile ganz blattlos, glänzten mit ihren weißen Baumstämmen in der Sonne. Im Kontrast der üppige Efeu mit seinen variierenden Grüntönen, die gelben Blätter auf dem Gehweg und hinter einem Zaun sehe ich einen Rosenstock mit einer einzelnen Blüte. Sie ist zart rosa. Ich habe mich bedankt bei demjenigen, der das alles erschaffen hat, sodass ich mich heute daran erfreuen darf. Per te. Ich wünsche dir einen Tag voller Farben und das Bewusstsein für die alltäglichen Dinge.